Hey ho Leute, willkommen zu dem heiß ersehnten Projekt, zum Projekt Jurassic Arc. Ja, wir beginnen dieses Projekt mit einem kleinen Livestream-Zusammenschnitt, denn dieses Projekt hatte ja seinen Anfang auf dem alten Kanal, auf dem Kanal Rayon, der ja vor kurzem eingestellt wurde, aus unersichtlichen Gründen. Ja, darauf will ich nicht näher eingehen, aber wir machen jetzt einfach mal ein paar kleine Zusammenschnitte, damit auch die Zuschauer, die neu auf diesem Kanal sind und nicht vom alten Kanal noch mitbekommen haben, wissen, was hier so Phase ist. Noch ein kurzes Vorwort. Dieses Projekt wird jetzt täglich um 13 Uhr erscheinen. Täglich eine Folge, so circa 20 bis 25 Minuten. Ja, habe ich noch weiteres zu sagen? Nein. Ich halte jetzt meine Klappe und sage viel Spaß mit der ersten Folge von Jurassic Arc. So, seid ihr schon in der Welt? Ich bin dabei. Ja, ich erstelle mich gerade, aber jetzt ein bisschen wieder anders. Ach so. Also nicht der kleine Willi? Irgendwie schon. Aber ich gehe nur auf Nahkampf und hol mir. Ja, ich bin schon fast Level 15, ne? Oh, ja. Ich habe schon eine Foundation gebaut. Das? Und Herzi steht hier schon rum. Reihon, ich bin dein Bodyguard, okay? Ja. Du musst ja mich gleich ansehen. Ich hab gar. So steht Herzi hier schon rum. Warte schon mal hier in der Welt, ist hier ein Hacker? Ja. Leute, wollen wir einen Trike zähmen? Jetzt ich bin offen da, ja. Wieso nicht? Weil ich trieb zu. Als wenn Trike zähmen schwer ist. Ja, das dauert halt länger. Aber geh. Ja. Bitte, dann mach, brauchst du Kohle keine. Ja. Warte, ich probiere den anderen noch mit der Nächte noch zu zähmen, okay? Dann haben wir zwei Trikes, das wäre praktisch. Ich bin sehr schnell. Da 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 da. Splasher, hilf mir, zieh mich bitte. Ach, er redet ja nicht, okay. Und dann könnten wir ein ganzes Trike-Gehege machen. Ja, lass uns mal das Gehege bauen. Natürlich macht man ein Trike-Gehege. Ja, wir machen natürlich Gehege mit 3, 4 gleichen Dinos drin. Das macht ja Sinn. Schon klar, weil mit Futterstellen und allem. In einem Gehege Fleischfresser und Pflanzenfresser in einem drin haben. Ja, ich will auch nicht, dass Trikes, Parasaurolophus und alles so gemischt ist, wie wir für jede Dino ein eigenes Gehege haben. Das macht Sinn. Ja. Ja. Also Brachio wird dann mit mal einer reichen, glaube ich. Nee, zwei. Ein Pärchen muss schon sein. Damit sie glücklich stimmt. Sind. Wir müssen immer schauen, dass wir einen weiblichen und einen männlichen haben. Ja, da gibt's. Ich schlag den zweiten K.O. Und ich schau mal, ob der andere Narkobären braucht. Wer passt auf Willi auf? Niemand. Keiner. Rayon, du musst mich noch in den Stamm einladen. Ah ja, warte mal. Und da war ja was. Da war ja mich was. Mich auch. Ah, Gottchen! Ist ja unglaublich. Ich könnte dich verbannen. Nee, du bist schon in meinem Tribe. Ich mach dich nicht zum Atmen. Okay. Hey! Aus, Pfui! Herze! Pfui! Alter! Herze! So sozial. Nein! Herze! Gib's zurück. Herze? Du das jetzt zurück? Herzi? Jeremy! Aus! Da ist auch nichts mehr drin. Herzi? Diese Herzi will ich töten. Wann bist du denn? Ach, ich seh schon, das wird nichts mit dem Dinosaurierpark. Herzi, gib's zurück. Aus. Bauen uns hier ein Floß, machen da die Kisten auf und dann segeln wir zum Paradies. Ich kann nämlich ein Floß machen. Wir können zum Paradies nicht segeln. Aber wir können zur Küste davor segeln. Ja, das geht. Weil wir sind ziemlich weit unten, ist das schon aufgefallen? Wir müssen einmal rum um die Insel. Wie so ein scheiß Parasaurus hin. Ich guck mal, was ich für ein Floß brauche. Jurassic Park, beziehungsweise ja, auf der Wasseroberfläche, weil das geht ja. Wir müssen nur einen Fleck finden, wo so eine Sandbank ist und da dann anfangen zu bauen. Ich guck mal, was ich für ein Floß brauche. Floß wäre stylisch. Ich guck jetzt, was für Floß brauchen. Wo ist denn das? Oder? Wieso machen wir sowas nicht? Könnten wir reintrauschen auch machen. Man kann ja alles verbinden miteinander. Also ich würde so machen. Floß. Stimmt, eine ist erlernt. Holzfloß. Was brauchen wir denn dafür?
Mal gucken. Mal gucken, was wir für einen Holzfluss brauchen. Wir brauchen, oh, nur 250 Holz, 125 Fasern und 75 Leder. Ja, gut. Fangen wir an zu farmen? Dann können wir nämlich da alles Lagerfeuer und alles gleich raufbauen auf das Fluss. Das können wir alles dran bauen. Dann können wir mit dem ganzen Zeug, dann müssen wir nicht alles extra hochschleppen. Dann können wir mehr transportieren. Ja, dann haben wir eine fahrbare Base, ja. Aber gibt es nicht auch ein größeres Floß? Gibt es nicht ein größeres Floß? Wir haben das Floß vergrößern mit Foundations. Ach ja, stimmt. Du kannst Foundations auch machen. Nice. Okay, ich sammle mal Wits. Also, gehen wir auf den Strike? Ja, mach ich gerade. Okay, ich geh mit Bogen. Ja, natürlich. Stirb. Ich dachte, betäuben. Was jetzt? Okay, ich glaube. Betäuben oder töten? Ist egal. Ah, fuck. Ja, ich will nicht meine Betäubungspfeile verschwenden, wenn wir ihn töten. Er ist down. Aufhören. Und jetzt wollen wir ihn zähmen, ja, oder? Ja. Also man kann den auch aufs Floß geben, wir müssen die Foundations rauf tun. Ja, komm auf Floß. Kann man schon irgendwie einen reinmachen? Wir müssen ihn hungern lassen. Halt, stopp. Achso, du willst ihn hungern lassen. Okay, dann lass ihn hungern. Kannst du nicht mal Tribe ein? Tribe ein? Hungern. Ja. Einladen zu Treib? Triebe? Einladen zum Triebe? Ja. Solltest du eigentlich schon sein. Ja, ich bin schon im Triebe. Oh, okay. Warte. So. Oder gehen wir gleich die Bären. Warte, ich geb's ihm gleich. Ah, ich hab 99 Azurbären. Narkobären. Ja, Narkobären sind jetzt eh noch nicht so wichtig, solange noch genug bewusst. Genau, man halt hat. Ich geb ihm auch noch ein paar Bären. Der ist ja gleich fertig, also. Ja, kennen wir uns. Das nächste Mal tun wir uns ein Parasaurus zählen, okay? Aber wie nennen wir ihn? Wer nennen wir den Trike? Er ist weiblich. Wer muss ihn nennen? Jeremy. Okay, weiblicher Trike. Wie könnte sie heißen? Wir brauchen einen coolen Namen. Hab einen Namen. Trike oder was? Kevin. Nein. Nee! Weiblich! Ich nenne ihn. Ist weiblich. Coolen Namen. Kevin ist okay. Neutraler Name. Okay, ich ändere gerade den Namen. Was nehmen wir? Ich guck mal nach ein paar Sauros. Tinker. Sie heißt Tinker. Tinkers Construct oder was? Ja. Ist Zera auch einfallslos? Wie? Zera. Das heißt Horn. Rayon, kannst du den mal irgendwie bewusst schießen? Okay, sie heißt jetzt Zera. Achso, so ein paar Sauros, ja. Helikott. Mittelgroßer Kott. Schießen wir den Parasaurus ab, dann haben wir einen Parasaurus auch in den gezähmten. Alter, wie viel willst du noch aufs Floß packen? Okay. Warte, wir müssen einstellen, dass er uns nicht folgt. Ach ja, stellst du ein, bevor ich schieße? Das musst du machen. Wieso? Ist doch nicht mein Trike. Ja, aber er folgt Jeremy. Jeremy! Der Trike folgt dir. Sarah folgt dir. Disable following. Okay, und jetzt? Also ich schlag mit dem... Habt ihr auch ihm gesagt, dass er nicht mit angreifen soll? Ja. Okay. Ist er passiv? Nein, er ist auf Greife dein Ziel an. Halt, stopp, nicht machen. Ah! Okay, also, jetzt ist er... Geht schon. Jetzt ist er auf passiv, glaube ich. Ihr mit Betäubungspeilen und ich mit... Ja, der läuft, ich ne? Ich schlag mit... Ich weiß, geht schon. Ja, ich treffe ihn doch eh die ganze Zeit. Scheiße, komme ich hier durch? Wo ist er denn? Ein Wasser, sehr schön. Da war, wo das Haar sauft. Nice. Liegt er? Nein. Ja, er ist bewusstlos. Scheiße. Kann er trinken? Kann er trinken? Ja, der kann er trinken. Scheiße. Die Profis am Start. Ja, gut. Schnell, gehen wir den Bären. Der ist eh schnell fertig. Bären. In Strike, Jeremy. Ich hab viele Bären. Oder sofort Bären reingeben. Ja, mach grad. Wenn er fertig ist, bevor er stirbt, dann geht's, okay. Scheiße, ich hab ihm gerade Fasern gegeben. Wisst du das auch? Viele Bären, ganz viele. Ich geh zum Trike. Ja, so viele habe ich nicht, sorry. Ich kann mal auftauchen. Ja, warte, ich hol die Bären aus dem Trike. Ja. Okay, wer von euch hat die Betäubungspfeile? Rayon. Hast du noch viele, weil dann könnten wir eine Schildkröte ziehen, mit der können wir schwimmen.
So viel habe ich nicht mehr. 4 Stück. Ja, das geht. Du mit den Betäubungspfeilen und ich und Jeremy mit den Knüppeln. Ich habe auch einen Holzknüppel. Ich lege ihn mal in die Kiste. Ja, und dann, wenn die Pfeile weg sind, dann mit den Knüppeln. Warte, ich schau mal, welches Level das ist. Dann hätten wir nämlich eine männliche Level 10er Schildkröte. Oh. Ja, cool. Ja, okay, dann zähmen wir die, oder? Ja, wo seid ihr? Da, ich bin da hinten. Wo ist da hinten? Bist du mich? Da. Ach, da. Genau. Herz 18 von Herz 18, okay. Jerry, komm zur Schildkröte, wir brauchen dich als Knüppler. Wir brauchen deinen Knüppel. Was? Ja, ich hab einen Knüppel gehabt. Reinhard hat meinen Knüppel. Klingt zu falsch. Dann halt mit der Hand, ist egal. Ich kann mich nicht mehr geschlagen. Ja, mach's mit der Hand, ist auch egal. Alter. So, soll ich draufballern? Ja. Du mit dem. Warte, aber Jeremy ist. Okay, egal. Du mit dem Pfeil und dann ich mit dem. Und ich mit dem Holzknüppel. Alter, du solltest dich auf Mix fixieren. Ich muss auf den Kopf treffen. Das wäre ganz ratsam. Okay, das war's mit dem Pfeilen. Das Holzknüppel. Hab ich keinen. Hat Jeremy geklaut. Der hat mit der Hand. Aber ich hab den, der ist in der Kiste. Dann mit der Hand geht schon. Wir müssen die hochkriegen. Ja, warte, kein Stress um Zeit. Lass es hoch. Okay, dann Bären reinlegen. Oder? Frisst der Bären? Ja, Bären. Natürlich frisst der Bären. Okay, habt ihr Bären oder nicht? Nee, ich hätte Fleisch. Nein, ich hab doch nicht. Ach, er muss meinen Dilo ja noch braten. Okay, der Trike gehört Reinhard, die Schildkröte Herz und mir der Pharasaurus. Okay. Was? Ich krieg die Schildkröte da, danke auch. Nein, du kriegst den Trike. Ach, okay, das ist okay. 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 Dann bin ich der mit einem coolen Dude.